Xavier Kurt Naidoo, geboren am 2. Oktober 1971 in Mannheim, ist ein deutscher Soul- und R&B-Sänger. Er ist Gründungsmitglied der deutschen Musikgruppe Söhne Mannheims, ehemaliger Dozent an der Popakademie Baden-Württemberg und Gründer der Plattenlabels Beats Around the Bush und Naidoo Records. Sein Debütalbum Nicht von dieser Welt verkaufte sich seit 1998 über 1 Million Mal und erreichte wie 5 weitere seiner Soloalben Platz 1 der deutschen Charts. Seine Liedtexte thematisieren häufig seine Vorstellungen vom Christentum sowie apokalyptische Szenarien. Naidoo löste vielfache Kontroversen aus, unter anderem mit seinen Songtexten, politischen Aussagen, dem Propagieren von Verschwörungstheorien und Ideologieelemente des Reichsbürgerspektrums, sowie homophoben, antisemitischen und rechtspopulistischen bis rassistischen Andeutungen, sowie antiwissenschaftliche Äußerungen. Das war die Quelle aus Wikipedia. Meiner Meinung nach ist Xavier Naidoo einer der genialsten deutschen Musiker unserer Zeit. Ob er jetzt an den ganzen Theorien glaubt, die er predigt, oder ob das eine Promo-Aktion ist, um ständig negativ in den Medien aufzufallen, das weiß ich nicht. Vielleicht hat das Ganze auch psychische Hintergründe. Das kann ich nicht beurteilen. Wir sind Menschen mit Ecken und Kanten. Wir dürfen glauben, was wir wollen. Und da wir in Deutschland leben, dürfen wir auch unsere Meinung frei äußern. Und das ist auch gut so. Ich wünsche euch noch einen freshen Tag und bleibt geschmeidig. Bis zum nächsten Mal.